Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Modvorstellung hier auf meinem Kanal. Wie ihr schon unschwer übersehen könnt, handelt es sich jetzt gerade um einen Krone Swatro 2000, ebenfalls von XYZ Spain. Den gibt es tatsächlich schon einige Wochen. Ich habe mir jetzt erst angeschaut und das ist wirklich ein beeindruckendes Gerät. Sehr, sehr groß. Es handelt sich hier um ein 6. Rotor Schwader, der eine, jetzt muss ich kurz nachschauen, Arbeitsbreite von 10 oder 19 Metern zulässt und eine Schwadbreite von 0,8 bis 1,8 Metern. Und es ist wirklich beeindruckend, also der hat auch allerhand Tasten, die bedient werden wollen und auch können. Und hier seht ihr schon auch Dirt-Text, so die flackert zwar jetzt gerade etwas, aber ist auch vorhanden. Das Modell an sich sieht wirklich richtig, richtig gut aus. Und auch der Funktionsumfang, was die verschiedenen Bedienungen angeht, der lässt eigentlich nichts weiter zu wünschen übrig. Wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal mit dem Menü an. Und zwar haben wir hier natürlich, wie bei den meisten Geräten, die, das zoomen wir gleich mal vor, die Stütze lässt sich runterklappen und auch wieder hochklappen. Hier hinten seht ihr die gelben Vorlegekeile. Auch die lassen sich wieder vorlegen, wie bei den meisten Geräten. Aber jetzt kommen wir zur Maschinenbedienung, die wirklich äußerst umfangreich ist. Hier, das ist ja den meisten schon bekannt, vom Glas kann man die Höhe der Räder, das ist so, kann man die Höhe der Räder ändern. Das heißt, wir können die Zinken tiefer laufen lassen oder eben etwas höher. Dann haben wir hier noch eine Taste Auto Steering Inverted, Auto Steering und die Lenkung gesperrt. Machen wir mal Auto und fahren einfach mal ein Stück und schauen, was die Achse hinten macht. Und ihr seht schon, die geht mit in die Kurve rein. Das heißt, der Kurvenradius ist auch entsprechend kleiner mit diesem wirklich auch sehr langen Gerät. Ich weiß nicht, ob man das nur auf dem Feld nutzt oder sogar im Straßenverkehr. Wenn ihr das wisst, könnt ihr das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wobei ich mir tatsächlich vorstellen könnte, dass es aufgrund der höheren Geschwindigkeit im Straßenverkehr gesperrt ist, das Lenken. Dann natürlich die ganz normale Funktion hoch und runter klappen und habt ihr schon gesehen, das geschieht von vorn nach hinten und beim Hochklappen von im Prinzip genauso vorne nach hinten. Also wenn ihr an euren Feldrand ranfahrt, drückt ihr auf Ausheben und dementsprechend wie die Geschwindigkeit von euch ist, beziehungsweise müsst ihr die Geschwindigkeit an das Ausheben anpassen, könnt ihr richtig bis an den Feldrand ranarbeiten. Dann haben wir hier eine Taste Fold In und Fold Out. Und ihr seht schon, das ist auch, Entschuldigung, alles animiert. Und da geht es wieder raus. Ich euch jetzt euch zu schnell noch zeigen. Hier gibt es nämlich eine Taste für Transport und die klicken wir mal und da verändert sich nämlich das Symbol hier oben und jetzt sehen wir, dass das in den Transportmodus geht und so könnt ihr dann zu unserem oder zu eurem nächsten Feld verlegen. Da klicken wir wieder drauf auf Fold Out. Ihr seht, da hebt er die Unterlenker etwas um. Achso, okay, so müsst ihr das machen. Okay, ihr müsst einfach auf T wie Transport klicken und so geht er eben von dem Transportmodus in den Straßenmodus und zurück. Jetzt habe ich ihn angemacht, das wollte ich gar nicht. So, jetzt haben wir in der
breitesten Konfigurationen. Und ihr seht auch hier unten die Slots, die habe ich nicht selber belegt, die belegt der Mod automatisch, 3 bis 8 und die 10 für den Transportmodus. Und da kommt nämlich noch hinzu, All Activate. Und wenn ihr hier genau hinschaut, da ist hier ein kleines Kreuz durch das erste Symbol. Wenn ich nochmal klicke, ist das im Prinzip die zweite Ebene. Und wenn ich nochmal klicke, ist wieder alles aktiviert. Dann haben wir hier das nächste, Manual Lower Raise Rear Rake. Das heißt also, die letzten Rechen hoch und runter. Dann haben wir hier die Schwadweite. Das hatte ich ja vorhin schon. Ich mache mal die hintersten runter, dann sehen wir das vielleicht besser. Das ist wieder ein Schieberegler. Macht also, wenn ihr mit der Seitenkonsole arbeitet, Sinn, das auf eine Achse zu legen. Und ihr seht, da fahren die nach draußen. Und dann könnt ihr hier eure Schwadweite selbstständig wählen. Dann hebt man die wieder an. Dann haben wir hier das Center. Können wir absenken. Und die Front. Also ihr könnt im Prinzip jede Ebene separat steuern. Die Beleuchtung funktioniert auch. Blinker rechts, links und Warnblinklicht. Eine Rückfahrbeleuchtung hat er nicht. Aber brauchen wir, glaube ich, auch bei so einem Feldgerät gar nicht. Wir schauen uns das Ganze natürlich mal in Action an. Ich habe das schon mal hier vorbereitet. Und das machen wir mal zu. Und dann geht es an. Ich habe festgestellt, ich mache es noch mal auf, und zwar, wenn ihr in der ersten Tempomatstufe fahrt, da passiert auf jeden Fall gar nichts. Ab ungefähr 12 km/h zeigt er schon an, dass man zu schnell fährt. Und dann wird das Arbeitsergebnis unsauber. Es ist mir hier, seht ihr vielleicht ganz schlecht, ist es mir geschehen, da war ich zu schnell und da hört er dann einfach auf mit Arbeiten. Und wir werden euch hier die Schwadweite verändern. Tut sich da jetzt was? Geben die mal aus. Genau, jetzt fahren sie wieder ganz nach außen. Da waren sie aber gerade schon. Wir wollen die natürlich an der kleinsten Position. Ich fahre nochmal ein Stück nach oben. Ah, jetzt habe ich alle geklickt. Gut. Und da könnt ihr hier wirklich sehen, dass das auch wirklich schön funktioniert, das Teil. Ich denke, das ist wirklich für alle gedacht, die große Flächen in kürzester Zeit bearbeiten wollen. Das ist ziemlich perfekt, das Ding. Wir haben jetzt hier bei dem Steering Wheel Auto Inverted. Das heißt, es ist umgekehrt. Das schauen wir uns dann gleich nochmal bei dem anderen an. Wir gucken nochmal schnell nach dem Schwad, ob man da einen Unterschied sieht. Also hier haben wir eine Breite von 0,8. Okay, eine optische Veränderung. Ja doch, man würde schon sagen, das ist ab hier ungefähr. Hier ist es breiter, hier ist es schmaler. Also würde ich auch sagen, da ist eine optische Veränderung zu sehen. Wir schauen uns die Lenkung bei dem nochmal an. Heben die ganzen Geräte erstmal aus. So. Genau. Jetzt klicken wir hier nochmal auf die Lenkung. Jetzt ist sie gesperrt. Da ist so ein kleines Schloss darüber. Und jetzt ist Auto inverted. Das heißt, ja, es ist im Prinzip umgekehrt. Das ist eine Art, ja, Hundegang, könnte man fast sagen. Wo das Anwendung findet, kann ich tatsächlich nicht sagen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Vielleicht beim Rangieren.
würde das Sinn machen. Aber ich glaube, da sind sogar die Achsen beim Rückwärtsfahren gesperrt. Die Links zum Download gibt es wieder in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gern einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin, macht's gut und tschüss.